Geschätzte Medienvertreter und Medienvertreterinnen, geschätzte Damen und Herren, wir haben das Thema Fusion. Die Geschichte der Bergbahnen Flumser Berg, die hat Mitte des letzten Jahrhunderts angefangen. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg sind hier, dann am Boden, gegen Kreuz rauf, ist der erste Skilift gestartet. Und nachher sind weitere Transportanlagen gekommen. Man hat ins Quartner Gemeindegebiet von der Maschke-Kammbahnen Flumser Berg AG bis in Maschke-Kamm rauf erschlossen. Auf der anderen Seite hat es ein Konkurrenzunternehmen gegeben, das war Brockhammbahnen Flumser Berg AG. Dort ist der Brockhammer erschlossen worden, von unten rauf. Man hat dann aber hier schon gesehen, dass es eigentlich ein besseres Gebiet gäbe, wenn man da würde miteinander verbinden würde. Das hat dann dazu geführt, dass man 1981 mechanisch die beiden Gebiete miteinander verbunden hat. Hier eine neue Anlage, das war der Twerchamm, die die beiden Seiten erschlossen hat. Es ist dann weitergegangen, man hat im 2001 hat man Bergbahnen Flumser Berg AG als Betriebsgesellschaft gegründet. Die Betriebsgesellschaft hat nachher Geschäft für beide Muttergesellschaften ausgeführt. Man hat dann nachher den Berg zusammen bewirtschaftet, hat ein ganz kompliziertes Abrechnungssystem gehabt. Und da war eine Zeit noch, wo der Pistenfahrer, wenn er über die Grenze gefahren ist, hätte er den Kilometerstand notieren und sagen, so, jetzt bin ich vom Maschke-Kamm den Brockhamm über und hat das aufgeschrieben. Und wenn er zurück ist, hat er es wieder müssen aufschreiben. Nachdem die Betriebsgesellschaft gegründet worden ist, hat man die Bahnanlagen erneuert, auf beiden Seiten. Man hat auf der einen Seite die Luftwag vom See unten rauf in Tannenboden. Man hat den Seeben erschlossen, man hat auf der Brockhamm-Seite her hat man den Achtersessel. Das war hier die erste Achtersesselbahn in der Schweiz. Die hat man dort in Brockhamm aufgebaut. Man hat dann auch das Gebiet Panuel erschlossen, das war hier noch nicht erschlossen. Dort ist die Sesselbahn Panuel gekommen. Auch der Sechsersessel in Leist, das war vorher ein Zweiersessel, der etwa halb so schnell gelaufen ist. Da hat natürlich ganz eine andere Bewirtschaftung vom Gebiet. Der Abschluss von all dem hat die Gondelbahn Bergjet gebildet. Das ist die Gondelbahn, die man nachher dann in Maschke-Kamm hochgeht. Das ist eine Achtergondelbahn, die wir dort gebaut haben. Und da sind wir in der glücklichen Lage, dass man die gerade noch vor Corona fertig gebracht hat. Man hat aber nicht nur in die Bahnanlage investiert, sondern man hat auch in die Sommeranlagen investiert. Dadurch, dass man die gemeinsame Betriebsgesellschaft hatte und pro Kammbahn sich dann auch noch finanziell an den Maschke-Kammbahnen beteiligt hat, hat man dann eine gemeinsame Strategie entwickeln. Der Verwaltungsrat hat vor etwa 15 Jahren grundsätzlich sich müssen überlegen, wollen wir eine Vorwärtsstrategie oder wollen wir eine Strategie auf Halten machen. Der Verwaltungsrat hat sich dann für eine Vorwärtsstrategie entschieden und hat gesagt, wir investieren auch im Sommer. Wir machen eine ganze Jahresdestination, wir bringen unsere Bahnanlagen bringen wir auf ein Top-Niveau. Und das hat man während der letzten 15 Jahre gemacht. Die Investitionssumme in den letzten 12 Jahren war 130 Millionen. Das war natürlich viel. Und das ist natürlich, wir haben von beiden Seiten enorm viel Kraft gebraucht. Der Abschluss hat dann die Fusion gebildet, die wir im März 2022 machen können. Wir mussten zuerst die beiden Muttergesellschaften miteinander fusionieren. Die fusionierte Gesellschaft hat dann eine Mutter-Tochter-Fusion mit der Bergbahnen Flumser Berg AG machen. Und dann mussten wir noch eine Namensänderung machen, weil ja die Mutter den Namen ausgegeben hätte. Und das ist im März 2022 zum Abschluss gebracht worden. Es hat schon vorher immer wieder Bestrebungen gegeben, eine Fusion zu machen. Das wäre aber sehr schwierig gewesen, weil eine Fusion, wenn sie gemacht ist, klingt es relativ einfach. Aber die Schwierigkeit ist, da können Sie sich vorstellen, wenn man zwei so Gebiete bewerten muss, dann hat natürlich jedes Gebiet das Gefühl, sein Gebiet sei mehr wert. Darum war es sehr schwierig, bevor wir die Investitionen abgeschlossen haben, miteinander über den Wert dieser Gesellschaften zu reden. Mit dem Abschluss vom Bergjet, der hat 30 Millionen gekostet, haben wir dann können, die beiden Gesellschaften zusammenführen
und auch über den Wert reden. Und da muss man einfach sagen, ist ganz entscheidend gewesen, dass die sich von beiden Seiten war. Wir sind, jedes Gebiet ist ohne das andere Gebiet nicht die Hälfte wert. Und wir verdoppeln unseren Wert, wenn wir zusammengehen. Darum ist es eigentlich müßig, da um irgendwelche ein paar tausend Franken zu streiten, ob jemand mehr Wert hat oder weniger Wert hat. Und da sind wir auch sehr stolz, dass wir an den beiden Generalversammlungen, die vor einem Jahr stattgefunden haben, ohne eine Gegenstimme in beiden Gesellschaften Fusionen können beschliessen können. Das ist wirklich etwas, wo wir sehr Freude haben und wo wir sehr stolz sind. Darauf. Für unsere Bergbahnen heute, wir haben drei Bereiche. Wir haben Bergbahnen, wir haben Gastronomie, wir haben Sportgeschäft. Wir haben im Winter 330 Mitarbeitende, wir haben im Sommer etwa 160. Wir haben im letzten Jahr einen Umsatz von über 30 Millionen Franken. Wir haben auch die Geschäftsleitung müssen erweitern. Wir sind natürlich in den letzten Jahren enorm gewachsen. Wir haben heute, da sehen Sie hier auf dem Bild, eine junge, dynamische Geschäftsleitung unter der Führung vom CEO Mario Bislin. Wir haben im Winter 17 Transportanlagen, 65 Pistenkilometer Schlittenpisten. Im Sommer haben wir 6 offene Transportanlagen. Wir haben den Kletterturm und wir haben auch den Bikerberg. Bei der Gastronomie da haben wir Brodalp, dann haben wir das Kreuz, dann haben wir den Maschkenkamp, da gehen wir nachher mal rauf. Dann haben wir Colors, da sind wir jetzt drin. Auch das ist neu mit dem Baum vom Bergjet gebaut worden. Wir haben Grubhütte, wir haben das Alpenrestaurant Panuel. Und wir legen auch Wert darauf, dass nicht jedes Restaurant eine Kopie vom anderen ist. Da haben wir ein bisschen, was wir da in etwa bieten in diesen einzelnen Restaurants. Dann haben wir BWF Sport und Touristik. Das sind unsere Sportgeschäfte. Wir haben im Winter Tannenboden, Tannenheim und das Testcenter Brodalp. Im Sommer kommt Unterterzen dazu. Dafür fällt dort Brodalp weg. Im Sommer haben wir dort Biken und Baden natürlich, Trumpf. Und im Winter haben wir darum ein Testcenter in der Brodalp. Dann Zukunft. Wir haben in der Zukunft ist sicher der erste Punkt. Wir haben jetzt so viel investiert, dass wir müssen eine Konsolidierung machen. Wir haben in den abgelaufenen 2 Jahren, wo wir auch zum Teil von der Pandemie eingeschränkt worden sind, gesehen, dass wir ein ausgezeichnetes Produkt haben, dass wir sowohl im Sommer wie auch im Winter einfach gefragt sind, dass wir in der Nähe von Zürich sind, dass wir verkehrstechnisch hervorragend erschlossen sind. Wir haben auch gesehen im Winter, dass wir unsere Hanglage, dass wir da nicht südwärts ausgesetzt sind. Das bedeutet, dass wir faktisch eigentlich 500 Meter höher liegen, als wenn wir südwärts ausgerichtet wären. Wir haben fast keine Steine, wir haben Wiesen, die wir befahren können. Und wir haben eine ausgezeichnete Beschneiung. Auch mit diesen Investitionen haben wir vor 15 Jahren angefangen. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt wollen. In erster Linie mal konsolidieren. Das heisst nicht, dass wir jetzt einfach die Hände in die Schoss legen und sagen, die nächsten 10 Jahre machen wir nichts mehr. Das ist sicher nicht so. Die wichtigsten Punkte, die wir jetzt haben, wir müssen schauen, dass es noch mehr Beherbergungsmöglichkeiten gibt. Wir haben im Tannenboden einen behördenverbindlichen Richtplan. Und dort ist das drin. Dort könnte man eine Beherbergung machen. Dort sollte man auch in absehbarer Zeit eine Tiefgarage machen. Und da sind wir behilflich. Wir können nicht selber in Hotel investieren. Wir können auch nicht einfach aus eigenen Finanzen jetzt noch eine Tiefgarage erstellen. Aber da sind wir mit Partnern zusammen dran, zu prüfen, was wir machen können und wie wir von der Bergbahn her können helfen. Ja gut, jetzt sind wir in den Bergjet rein, wo er aber Richtung Maschkenkamm geht. Das ist, glaube ich, die letzte Errungenschaft, oder, die hier am Flumserberg stattgefunden hat. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ist losgegangen. Brokkamm, Maschkenkamm, dann mit der Zeit 2 Aktiengesellschaften. Vor 20 Jahren hat es eine gemeinsame Betriebsgesellschaft gegeben und jetzt eine Fusion. Und du hast gesagt, Hilde Metzler, das sei ohne Gegenstimme vonstatten gegangen. Du hast eine riesige Freude gehabt. Was steckt denn dahinter, weißt, dass es so locker jetzt so gegangen ist? Ja, das war natürlich am Schluss dann gewesen. Wir hatten natürlich eine rollende Fusion gehabt. Die Fusion, die hat sich über Jahre eigentlich erstreckt, sind immer Bemühungen auch gewesen.
eine Fusion zu machen. Und man musste dann einfach schauen, dass man den richtigen Zeitpunkt können abwarten. Und bevor nicht die Investitionen von beiden Seiten gemacht worden sind, ist es sehr schwierig gewesen, den Wert von diesen beiden Gebieten festzulegen und zu begutachten. Und es liegt in der Natur der Sache, wenn zwei Gesellschaften fusionieren wollen, dass jede Gesellschaft natürlich die Values von ihrer eigenen Gesellschaft ein bisschen höher bewertet als die von der anderen Gesellschaft. Und wir haben nachher in einem längeren Prozess und nachdem wir investiert haben, einfach die Einsicht bei beiden Seiten erlangen, dass man zusammen mehr Wert hat und dass, wenn man auch das Gefühl hat, man könnte an irgendeinem Ort ein bisschen schlecht wegkommen, dass da in dem Gesamterfolg, den man nachher hat, untergeht. Aber eben, du stellst es vielleicht schon ein bisschen unter den Scheffel. Aber es hängt natürlich auch noch weg mit deiner Erfahrung, mit deinem Wissen, auch mit deiner Vorbildung natürlich zusammen. Also, du bist immer sachlich, du kennst natürlich aus, wenn Fragen kommen, kannst du die beantworten. Ich glaube, das spielt alles eine Rolle, oder irgendwie? Ja, sicher ist es ein Vorteil, wenn man selber den juristischen Hintergrund von einer Fusion kennt, wenn man weiß, was da abläuft, wenn man auch Fragen kann beantworten kann, weil da kommen dann Haufen Fragen. Und es ist natürlich sehr, sehr wichtig, wenn man selber genau weiß, wo man steht und wenn man genau weiß, dass das, was man jetzt vorbringt, auch dann im Notfall juristisch verhebt. 130 Millionen Franken, hast du gesagt, in den letzten 12 Jahren Investitionen. Das heisst, also mit anderen Worten, in der Erfolgsrechnung, wenn man auf 30er abschiebt, ist das etwa 4,3 Millionen oder jedes Jahr. Hast du nie eine schlaflose Nacht, dass so auf euch zukommt? Du hast gesagt, konsolidieren, ja, das klingt so einfach, aber ist ein Riesenbatzen, nicht? Ja, das ist natürlich sehr viel Geld. Und ich muss auch sagen, wir haben natürlich Vorfahren gehabt, da Mitte vom letzten Jahrhundert hat das Ganze angefangen. Und wir haben sehr sparsame Leute hatten, die hier am Ruder waren, die haben auch Geld auf die Seite tun für künftige Investitionen. Da ist uns natürlich zu gut gekommen, dass wir nicht alles haben müssen über Banken finanzieren müssen und dass wir einen wesentlichen Teil auch aus dem eigenen Betrieb können zahlen. Natürlich, es hat immer wieder Situationen gegeben, wo man schon gefragt hat, ja, geht das gut, aber wenn man als Unternehmer nicht bereit ist, auch gewisse Risiken zu tragen, dann ist man wahrscheinlich kein Unternehmer. Aber gleich, wenn man so rundherum schaut, die sagen, es kann nehmen, dann läuft es wirklich erstaunlich sehr, sehr gut am Flumserberg. Also, was liegt denn da dahinter? Weißt, ich denke, was Fusion betrifft, oder aber auch das ganz Monetäre, oder? Ja, also wir müssen natürlich sagen, wir sind da als Bahnen sind wir natürlich ein Player, der mit wahnsinnig vielen Partnern zusammenarbeitet. Und das Wichtige ist eigentlich, und da muss ich sagen, da hat der Heini Michel in den letzten 12 Jahren unglaublich viel Vorarbeit geleistet, dass wir eigentlich mit all diesen Partnern ein Vertrauensverhältnis aufbauen haben. Weil ohne das geht es nicht. Und wenn man da ein Vertrauensverhältnis hat, dann kann man auch Fragen, die man nicht gleicher Meinung ist, in der Regel lösen. Und das ist aber eine jahreweise Entwicklung. Da haben wir nicht einfach können auf einen Knopf drücken. Und wir als Bergbahnen, wir haben natürlich immer ein bisschen den Ruf gehabt. Zum Teil haben wir jetzt noch das Gefühl, wir wollen die Sachen an uns reissen. Das ist aber nicht so. Aber es gibt gewisse Sachen, wo wenn wir es nicht in die Hand nehmen, dann fehlt der Motor. Und wir sind uns dieser Aufgabe bewusst. Aber wir kaufen nicht ein Restaurant, weil wir gerne nochmal ein Restaurant haben, weil das ist nicht unsere Kernkompetenz. Wir kaufen auch nicht ein Sportgeschäft, weil wir unbedingt Ski verkaufen wollen. Aber in der heutigen Zeit muss man ein Gesamtangebot am Gast bieten und dort kann man nicht jedes Mal fragen, könnten wir bei euch noch die und die Leistung haben, sondern gewisse Leistungen müssen wir direkt intern können abrufen über unsere Marketingabteilung, bei Gruppenanfragen direkt offerieren und zur Verfügung stellen. Und das alles ist eine Entwicklung, wo natürlich in den letzten Jahren, also die hat schon vor 30 Jahren angefangen, aber die hat in den letzten Jahren rasant zugenommen. Das ist natürlich mit der Mobilität und mit den technischen Entwicklungen in einem rasanten Tempo vorwärts gegangen. Und da meine ich, da haben wir wahrscheinlich auf allen Ebenen, da haben wir auch hervorragende Leute bei uns intern gehabt und wir haben mit sehr guten Partner können zusammenarbeiten. Und das ist, glaube ich, das, was am Schluss das Ergebnis gemacht hat. Muss das alles zusammenspielen, Rädli, Rädli. Während wir rauffahren, knipst sie immer.
Katja, gell? Ist ein Teil vom Rädli, oder? Ihr habt eine ganz junge Betriebsgruppe, Katja macht das Marketing, Katja Wildhaber. Das spielt doch auch eine grosse Rolle, gell? Das spielt eine enorm grosse Rolle. Und für mich spielt auch eine grosse Rolle, dass nicht nur Diplom und Ausweis bei uns entscheidend sind, wenn wir jemanden einstellen oder mit jemandem zusammenarbeiten, sondern ich glaube, man muss das Verständnis vom Berg haben und wir haben sehr viele Einheimische. Und gerade Katja ist ein super Beispiel. Sie ist hier am Berg aufgewachsen. Sie hat so viel Herzblut für diesen Berg. Und wenn jemand dann noch talentiert ist und bereit ist zu arbeiten, dann kommt es zum Erfolg. Ein Dreamteam, beide sportlich natürlich. Gell? Sie auf dem Velo auf der Ski, du auch natürlich auf der Ski. Also beide sportlich. Du verstehst nicht nur etwas von Medienfusion, sondern bist natürlich auch ein Sportfan, kann man so sagen, oder? Ja, da kann man sagen, ich habe eigentlich in meiner ganzen Praxis einen wesentlichen Teil von meiner Arbeit immer im Sportbereich gemacht, und zwar auf verschiedenen Gebieten. Und das, glaube ich, ist auch ein Vorteil, wenn man nicht nur in einer Sportart sich auskennt oder die Leute kennt oder weiss, wie es läuft. Und ich habe da wirklich beim Fußball angefangen, über Ski, Tennis zum Golf, kann ich sehr viel abdecken. 12 bis 15 Minuten, oder geht die Bahn? Wir sind es sicher, kann ich dritte schauen, ziemlich schnell mal oben, oder? Was sagst du, Katja, wie lange geht es noch? Ja, jetzt noch etwa 5 Minuten. Noch 5 Minuten, ja. Also, Guido, wenn wir aber oben sind, gell, also, dann kann man sagen, dann, ja, kannst du eigentlich stolz darauf schauen und sagen, wir sind auf dem Top angekommen und kannst am Sonntag dann mitfreuen bei all denen, die hierher kommen und das verbilligte Ticket nennt, oder wo die Wurst essen. Die Fusionswurst, wie wir gesagt haben, oder? Ja. Das ist gesagt, in Zukunft schauen. Es geht ja dann auch in der Zukunft um die Wurst. Was ist denn Zukunft so? Nebst konsolidieren? Ja, also die Zukunft ist sicher, dass wir noch in der Beherbergung einen Schritt machen können. Es ist uns auch ein Anliegen, dass wir im Tannenboden dort eine Tiefgarage machen können. Da sind wir aber sicher nicht selber die Investoren. Da können wir nur vermittelnd tätig sein. Wir werden aber da mithelfen, auch diesen Schritt zu erreichen. Und ich glaube, die Zukunft sind nicht nur Investitionen. Die Zukunft ist auch, dass man das, was man erreicht hat, eben absichert und schaut, dass man es nicht gerade wieder verliert. Weil jede Entwicklung geht zwei Schritte führen, eine zurück, zwei führen, dann ist sie erfolgreich, oder? Und das Entscheidende ist, dass man nicht zwei führen geht und zwei zurück, dann bleibt man eben stehen. Und das Zweite, was du angesprochen hast, ist natürlich jetzt das Wochenende. Wir haben die Fusion über Jahre vorbereitet und wir sind auch nie gross an die Öffentlichkeit gegangen mit unseren Schritten. Und darum haben auch viele Leute den Ursachen gar nicht realisiert. Aber jetzt wollen wir auch mit all unseren Aktionärinnen und Aktionären, aber auch mit allen unseren Gästen, wollen wir am Wochenende die Fusion feiern, weil das ist echt ein Meilenstein, nebst anderen Meilensteinen, die früher noch gesetzt worden sind. Guido Metzler, wirklich ein Meilenstein, auch selber persönlich natürlich in dieser Fusion, das sage ich jetzt einfach mal so von mir aus, und natürlich weitere Meilensteine eben im Umfeld dienen, das Motörli, wo eben in den Zähnchen dienen, zusammen muss greifen und eben miteinander muss funktionieren. Wir haben uns ganz leicht da, es geht noch etwa 3 Minuten. Katja, was verändert sich jetzt für dich nach dieser Fusion? Ja, es gibt nur noch Bergbahnen Flumser Berg AG und nicht mehr Brokkambahnen Flumser Berg AG und Maschkenkambahnen Flumser Berg AG. Das heisst, man muss nur noch einen Geschäftsbericht drucken, schreiben und auch in der Buchhaltung. Ich glaube, dort ändert sich am meisten. Und es ist ja so, gell? Du bist ein Flumser, du bist da noch verwurzelt. Das sind natürlich ein Haufen, die am Flumserberg wirklich sind, die einfach, ja, auch gerne den Flumserberg haben. Sie sind irgendwie authentisch. Ist das ein Erfolgsrezept? Ja, also ich bin eine Kleinbergerin, ich habe keine Grossbergerin, muss man vielleicht noch dazu sagen. Ich bin wirklich hier aufgewachsen, auch wenn mein Dialekt nicht rein flumserisch ist. Ich glaube, da habe ich noch ein bisschen Einfluss bekommen von meiner Mutter. Und ich glaube, ja, wenn man hier lebt, dann hat man schon sowieso viel Herzblut. Aber es ist sicher auch so, wenn man von auswärts anzieht und hier arbeitet, auch dann kann man viel Herzblut entwickeln. Das zeigen ein Haufen unserer Mitarbeiter.
Und es ist auch ein bisschen das Urchige, gell, wo da ein bisschen mitspielt, um zu mir. Oder weißt du, Meitenati, gell, ist immer da, da heisst, ist immer verliebt bleiben. Eben im Flunzenberg, sie ist immer da, wenn du den Kleinberg ansprichst, gell. Bist du wahrscheinlich zum Bede Zimmermann, oder vielleicht noch zu mir, ich komme in die Schule, weiss auch immer, gell. Aber es ist irgendwie eine Verwurzeltheit und eine Originalität, die nach außen dringt. So kommt es mir einfach vor. Ja, Meite ist eigentlich wirklich noch jeden Tag bei uns im Gebiet unterwegs und man sieht sie viel. Und was siehst du so in Zukunft, marketingmäßig, was für Ideen hast du? Ja, die würde ich jetzt natürlich nicht verraten. Das ist, sonst ist es ja dann keine Überraschung mehr. Aber wir haben sicher, wir arbeiten noch ein paar Projekte, die spannend sind für die Zukunft. Dir macht es nach wie vor Freude? Ja. Und Flumsenberg einfach ein Erfolgsrezept? Ja, Flumsenberg ist einfach schön. Du musst noch mal ein bisschen unser Panorama filmen. Also etwas bessere Werbung als heute gibt es, glaube ich, nicht. Und was muss man noch sagen, er hat es gesagt, Guido, es hat wirklich Wiese, ihr seht es, man sieht jetzt ja das, es hat auf ganz, ganz wenig Stein, bis überhaupt kein Stein, hat wunderschöne Hänge, gell? Da muss man auch irgendwie sagen, es ist von dem her gesehen natürlich, ja, es ist von Anfängern bis von solchen, die hohe Ansprüche haben, eigentlich ein Gebiet, oder? Ja, genau, wir haben ja blaue, rote und schwarze Pisten und da kann man sich eigentlich schön von unten nach oben arbeiten. Zuunterst sind eigentlich hauptsächlich die blauen Pisten, die einfach sind, dann können wir rote und ab dem Leist, ab 2222 Meter, unsere höchsten Punkte, starten dann die schwarzen Pisten. Und natürlich Biken, Rodeln im Sommer natürlich, alles auch sehr beliebt. Genau, und bei der Rodelbahn haben wir ja auch einen Erfolg feiern, da im Sommer. Wir haben am Ende August die 1 Millionste Rodelfahrt bei uns. Okay, also da kann man schon sagen, also wirklich Marketing, wirklich, also besser geht es nicht mehr, gell? Also jetzt ist mir schon klar, also, da musst du gar keine Visionen mehr haben, es läuft eigentlich ohne, oder? Mal, man muss immer daran arbeiten, einfach nur gerade zurücklehnen kann man nicht. Der Vater von der Fusion, von den Gedanken, die ganze Arbeit hat er, Guido Messler, als Präsident, bearbeitet und gemacht. Mit Geduld hat er das über, ich weiß nicht wie viele Jahre, 12 Jahre, 13 Jahre, 14 Jahre bearbeitet. Und das ist natürlich, glaube ich, ein sehr grosses Ereignis auch für hier. Und das Bänkli, woher kommt es? Wir stellen das Bänkli nachher, wenn man hier rüber schaut, sieht man die Bergstation von der Achtersesselbahn. Und hier sind wir auf dem Maschkenkamm, also dort ist Flumsergebiet und hier ist Quartnergebiet und wir werden das Bänkli genau auf Grenzen stellen zwischen Flums und Quarten, dass man sich eigentlich kann entscheiden kann, will man in der Mitte sitzen zu der fusionierten AG oder links zu der Prokambahn oder rechts zu der Maschkenkammbahn. Auch wenn Flumsenberg nach wie vor noch Flumsenberg bleibt, wenn man vielleicht von außen nicht viel sieht, trotz allem ist die Fusion wirklich ein historischer Akt. Flumsenberg mit Blick auf eine Ringspitze, der höchste Berg vom Kanton St. Gallen und eben auf eine Spitzmeile. Ein Meilenstein ist im Flumsenberg mit dieser Fusion umgesetzt worden. Und wer es interessiert, wo das Fusionsbänkli steht, am besten gehen wir schauen. Flumsenberg ist immer eine Reise wert im Sommer und im Winter.